Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr Fotos im Innenraum eures Fahrzeugs erstellt. Hierzu müsst ihr in den Story-Modus wechseln. Anschließend bleibt ihr eine Weile stehen, ich würde ungefähr sagen 10 bis 15 Sekunden. Wenn ihr das gemacht habt, fährt ihr langsam los. Umso langsamer, umso besser. Nachdem ihr eine kleine Strecke zurückgelegt habt, spult ihr zurück in die Ausgangsposition, bis ihr wieder steht. Drücke nun die Taste X und anschließend die Taste A, um das Video zu pausieren. Drück sicherheitshalber die Taste LT, um in die Ausgangsposition zu gelangen. Geht nun rechts auf das Fotosymbol und drückt die Taste RT und A gleichzeitig und positioniert die Kamera vor die Windschutzscheibe. Neigt den linken Stick minimal nach vorne, um mit dem Tempo des rollenden Fahrzeugs mitzuhalten. Am Ende bleibt das Auto stehen und ihr könnt nun euer Foto machen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Cardosa LP.